Hallo, herzlich willkommen meine YouTube-Freunde, mein Name ist Bitwalker. Ja, und wie ihr seht, endlich mal wieder ein Gameplay hier auf der Map Operation Firestorm. Die ist ja irgendwie recht selten dran. Unterwegs mit der L96, ja, ihr seht richtig, Bitwalker als Sniper unterwegs, wirklich eine ganz seltene Sache. Aber ich wollte einfach mal den Auftrag hier erst fertig bekommen, der hier bei Close Quarters mit dabei war, um eben die Tarnung zu bekommen für diese Knarre. Es ist ja nötig, 50 MAV Aufklärungen mit dem Aufklärer zu schaffen. Dann 100 Abschüsse mit der L96, die habe ich auch schon fertig. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist dieser 350 Meter Headshot. Ja, und da bietet sich diese Map ja wirklich gut an dafür. Ob ich schaffe, ja, werden wir sehen. Des Weiteren werde ich euch noch ein bisschen was über unser Special Event erzählen, was ja in Kürze stattfindet. Wir haben schon ein bisschen weiter überlegt, Maximus und ich. Initiator war ja mehr oder weniger der Kaio Schwanz, der hat mal die Idee gebracht, hier was Spezielles zu machen. Und ja, deshalb werden wir mal ein bisschen drüber quatschen, was wir jetzt so genauer vorhaben. Als Sniper auf der Map Operation Firestorm bietet es sich ja an, sich auf einem dieser Türme hier zu verstecken, wenn man denn natürlich raufkommt. Ich habe mehrere Versuche gebraucht, muss ich gleich zugeben, das habe ich ein bisschen rausgeschnitten. Ihr habt da jetzt den Blutfleck hier an der Wand gesehen. Ja, das war einer von mir. Da wurde ich erwartet von einem mit der MTAR 21. Aber immerhin, jetzt habe ich es mal rauf geschafft, die Spawnbag hier herstellen und natürlich gleich die Softflam mitnehmen, um für die Kollegen, die mit der Javelin arbeiten, entsprechend die Fahrzeuge zu markieren. Die L96 mag ich an und für sich recht gerne. Erstens habe ich da den Geradezugverschluss schon und Achtung jetzt mal, pass auf, hier da ganz oben an der Bergspitze der übliche Platz, Buff, Schuss, Headshot, 399. Der erste Schuss mit der L96, genau dann dieser Headshot, den ich noch gebraucht habe. Ja, und die nächsten gehen dann ein bisschen ins Nirvana. Aber ich war schon mal happy, die Sache sollte somit abgeschlossen sein. Ganz sicher war ich mir ehrlich gesagt nicht, denn es stand das Gerücht im Raum, dass man nur eine gewisse Anzahl von Entfernungen addiert haben muss. Also sprich, wenn ich mal den ersten Abschluss mit 100 Meter mache, den zweiten damit nochmal 100, hätte ich 200 und. Dem ist aber nicht so, bald schon wieder ein Kopftreffer mit 383, ja. Also irgendwie ist es mir an diesem Tag gut gelegen, dass ich hier mal mit der L96 wieder spiele. An und für sich nehme ich die Waffe auch schon mal gerne her, so mit dem Holovisier, so auf so Halbdistanzen oder vielleicht mal mit dem Akkog-Visier, so ein bisschen auf so Mitteldistanz, aber so richtig Vollgas snipern, wie es hier ist, ja, ihr wisst, es ist nicht so ganz mein Ding und ihr seht es jetzt, wie es ausschaut, kommt jetzt das wahre Ich zum Vorschein, ich schieße mal wieder mal ins Leere. Sei es wie es sei, mein Auftrag sollte ich erfüllt haben, aber das werden wir dann zum Schluss sehen. So, jetzt lassen wir ein bisschen quatschen über unser Special Event, was wir am Donnerstag, also diesen Donnerstag starten wollen. Das dürfte sein dann der, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 17, 18, der 19. Juli 2012 um 20 Uhr in etwa werden wir starten. Das Ganze habe ich euch auf meinem Blog noch zusammengeschrieben. Da gleich eine Bitte. Mein Blog www.bitwalker.at freut sich über Besucher, freut sich über Kommentare vor allem. Bitte schreibt mal ein bisschen was rein. Vielleicht habt ihr Lust und Laune, pusht ihn ein bisschen meinen Blog hier. Wie gesagt, das ist auch ein Blog, der ist nur rein für mich, das ist rein für mein Ego. Aber den Blog habe ich einfach gegründet vor mittlerweile 2 Jahren, weil es einfach schon immer ein Wunsch von mir war, so einen eigenen Blog zu haben, der nur um mich geht, um das, was ich mache, um den Spaß an der Freude, den ich habe. Und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein bisschen draufschaut, ein bisschen den Blog vielleicht abonniert, ein paar Kommentare reinschreibt. Also es freut mich wirklich genauso wie bei YouTube, wenn ich einen Comment kriege. Finde ich irrsinnig toll. Und ja, vielleicht ergibt sich ja was. Und vielleicht findet ihr auch auf meinem Blog was, was euch interessiert ist. Da wird es zu finden geben, so alles möglich über Technik. Also wirklich nur das, was mich interessiert. Ich bin da nicht gesponsert von jemandem. Wie gesagt, das ist auch eine rein private, von mir selbst finanzierte Geschichte. Also da werdet ihr sicher nichts finden, dass ich da jemanden pushe, so in einen Hersteller oder eine Firma, weil er sagt, hey, ich gebe dir da 100 Euro, dafür sagst du, dass mein Zeug toll ist. Nö, nö. Also das, was da steht, ist wirklich rein aus meiner Feder, aus meinem Gedanken, ohne irgendeinen Einfluss von irgendeinem Hansel, der meint, der mich da irgendwie manipulieren muss. So, übrigens bin ich hier erstmal auf dem Kran gespawnt, hier beim License Diadem 9, das ist ja unser Meistersniper, sage ich mal.
Er hatte ein bisschen Probleme mit der Spawnbag. Und ja, auf diesen Kran war ich, glaube ich, jetzt das insgesamt zweite Mal drauf, überhaupt in meinem Leben. Ja, mal schauen, ob es das bringt. So, ja, weiter. Also mein Blog, wie gesagt, www.bitwalker.at, der aktuelle Blog-Eintrag, da geht auch nochmal hier um dieses Special Event. Das rufe ich hier jetzt mal am iPad hier nebenbei auf. Wie gesagt, geplant ist es am 19.07.2010 um 20 Uhr, dass wir beginnen. Es wird so sein, der Server wird eingestellt auf Hardcore, ohne Minimap und dergleichen. Es wird ein privates Spiel werden, weil ich ein Passwort setzen werde. Das Passwort erfahrt ihr auf meinem Blog. Per Twitter werde ich es posten und auch auf meiner Facebook-Page bitwalker.at. Da wird das Passwort drinnen sein und natürlich, wenn es sich weiter rumspricht, ist auch in Ordnung. Es wird jetzt keine Join-Priorität geben. Wer kommt, der kommt. Wer gekickt wird, muss wieder hinten anstellen. Ja, gekickt werden, deshalb. Denn wir haben ja gewisse Regeln natürlich. Es wird ein Special Event, das heißt, es geht nur um Spaß an der Freude. Es gibt nichts zu gewinnen, außer den ersten Platz. Aber bringt einfach Fun mit, Interesse für irgendwas Neues. Und ich erzähle euch jetzt mal, was wir machen. Also, wir werden aus den Close Quarters Maps mal drei auswählen. Also, ich habe mir das schon ein bisschen durchgedacht und auf meinem Blog, wie gesagt, findet ihr auch ein bisschen Näheres. Wir werden auf der Map Altmetall spielen. Modus Eroberung, Vorherrschaft, allerdings nur mit dem Messer. Also nur Knife Only, ganz lustige Geschichte können wir uns halt vorstellen, wenn wir jetzt alle da zu einem Punkt, der erobert werden muss, hinlaufen und dann jeder mit dem Messer herumfuchtelt. Könnte lustig werden, schauen wir uns an. Natürlich sind wir flexibel, wenn wir merken, hey, noch ein, zwei Runden, das ist uninteressant, das interessiert keinen, das ist nur Scheiße, dauert ewig, dann werden wir einfach den Server umstellen und irgendwie anders vorgehen. Also Altmetall, Knife Only, Modus Eroberung, Vorherrschaft. Dann geht es weiter auf den Sieber Tower. Nachdem es ja hier so schöne Zerstörung gibt und dergleichen, werden wir dort mit der M9 hantieren, also Pistol Only und da auch nur die Standard M9, also die M9 ohne ihrem Decklight, irgendein Klumpert, nix, M9 Standardversion. Spielmodus Squad Deathmatch, hätte man gedacht, wird da recht gut sein. Falls ihr noch Kommentare diesbezüglich habt, bitte postet es einfach hier unten rein. Und die dritte Runde, ja, das ist so eine, da weiß ich selber noch nicht, ob das toll ist oder nicht. Man, irgendwo kann ich es mir spaßig vorstellen. Auf der anderen Seite könnte es vielleicht mühsam werden. Und zwar auf der Donja-Festung haben wir uns gedacht, nur mit dem EOD-Bot, also mit dem Volley. Ja, kann eine spaßige Geschichte sein. Ich weiß es nicht. Spielmodus Team Deathmatch. Also werden wir einfach mal probieren. Schauen wir mal, wie es wird. Freue mich dann im Nachhinein auf Kommentare von euch. Ich werde dann auf meinem Blog sicher so ein kleines Resümee zusammenschreiben mit den Videos. Natürlich werden etliche Videos auf YouTube landen von diesem Event. Also hat es nichts damit zu tun, ob ich jetzt der Beste bin oder nicht. Spielt auch keine Rolle, sondern einfach, mir ist es wichtig, dass wir einfach Fun haben, dass wir mal ein bisschen was anderes machen. Nicht immer das, ja, Battlefield bietet eh schon irrsinnig viel, aber dass wir wirklich mal komplett was Neues machen, was Neues tun, was vielleicht noch nicht allzu oft hier zu sehen war. Ja, das ist dann die dritte Map, wie gesagt. Zum Thema Kicking, ja, sollte es passieren oder sollte jemand mit einer anderen Waffe spielen, wie es hier vorgeschrieben ist, ich schreibe es auch in die Serverbeschreibung nochmal rein, keine Angst, der wird einfach gekickt, allerdings nur gekickt und nicht gebannt. Also du fliegst raus und kannst wieder joinen, musst vielleicht eventuell warten, falls du in der Warteschlange bist. Du hast keine Strafe und die Punkte sind halt auch weg. Ich verstehe es, es kann passieren, dass man sich verklickt und so weiter, aber ich habe auch Maximus gesagt, der zweite Admin sein wird. Wir sind da rigoros, egal wem es passiert, völlig wurscht, und wenn es ich bin, dann fliege ich raus. Und das gilt für jeden. Ja? Also, wie gesagt, er hat klar die Anweisung: Kick jeden, der da nicht, der da gegen die Regeln verstößt. Ich nehme das auf mich, das ist meine Entscheidung, meine Vorgabe. Aber ich finde es einfach nur fair, wenn gleiches Recht für alle gilt. Und ja, wenn man sich vertut, hat man ein Pech gehabt, muss man das nächste Mal aufpassen. Joint einfach wieder rein und die Sache ist erledigt. Also, wie gesagt, passt auf, dass ihr euch an die Regeln haltet. Wie gesagt, wenn das Ganze jetzt kein Erfolg ist, auch egal, postet es mir bei den Videos dann dazu oder auf meinem Resümee-Eintrag auf meinem Blog, kein Thema. Wir können ja weitermachen. Der Server ist gesichert. Ich habe schon ein paar Zusendungen bekommen, dass ich Points bekomme von euch. Ja, schauen wir mal, wenn es dann soweit ist, ob es wirklich so ist. Aber ich vertraue euch da mal. Natürlich ein bisschen was werde ich natürlich auch dazu beitragen. Ist ja nicht so, dass ihr alles finanzieren sollt, sondern jeder soll ein bisschen was spenden. Dann bekommen wir das Ganze schon hin.
Und wenn das Ganze dann doch gut ankommt und sagt, hey, das war spaßig, das war lustig, hat uns Spaß gemacht, war toll, dann können wir das ja jederzeit wiederholen. Vielleicht ein bisschen mit anderen Settings, anderen Ideen, wie auch immer, spielt ja keine Rolle. Da können wir uns einfach zusammenreden. Ja, wir machen es einfach so, wie es uns Spaß macht, wie wir den Fun dafür haben. Und so werden wir das dann einfach machen wieder. Ja. Das Ganze soll nicht zu oft stattfinden, weil es soll doch ein bisschen was Besonderes sein, denke ich mir. Wenn wir das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen, ist es auch wieder langweilig. Aber so einmal im Monat oder so alle zwei, drei Wochen mal, wenn man einfach so ein besonderes Event hat, oder vielleicht hat man einen Geburtstag von euch und sagt, hey, ich möchte eine Geburtstagsrunde, da wünsche ich mir den und den Modus oder wie auch immer. Ah, ja, können wir über alles reden. Bitte einfach posten, schreiben. Bitte mit dem entsprechenden Hintergedanken, dass ich nicht auf jeden sofort irgendwie reagieren kann. Ja, ich habe auch einen Fulltime-Job, wie gesagt, und mache das Ganze hier nebenbei, unbezahlt, ohne Sponsoring, ohne nichts. Also ich bitte um etwas Geduld, wenn ich nicht sofort auf jeden Kommentar, auf jede Meldung, auf jede Anfrage sofort reagiere. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt hier zu dem Special Event, also Altmetall Knife Only, Sieber Tower M9 Only und Donya Festung Eotbot Only. Auf den bin ich am meisten gespannt, ob das nicht so mühsam wird. Werden wir sehen. Ich werde mir bis Donnerstag noch anschauen, wie man den Server einstellen kann, ob man da vielleicht ein bisschen mit den Tickets runterfährt oder ja, ich werde mich ein bisschen drum kümmern und vielleicht mal ein bisschen durchtesten, ob das Ganze hier so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Bedanke mich gleich im Vorhinein nochmal beim Kaio, der die Idee geliefert hat, bei Maximus, der mich hier unterstützt. Und bedanke mich gleich im Vorhinein bei allen, die dabei sein werden, denn ich denke, wir werden wirklich einen Heidenspaß haben. Und ja, vielleicht können wir ein bisschen was bringen, was nicht so oft irgendwo zu sehen war. Ja, so. Dann zurück zum Gameplay hier, auch wenn ich jetzt gerade faul herumliege. Wieder mal, die M98B hat mich zum Boden gestreckt. Der F-57 Falcon. Operation Firestorm, ich muss ehrlich sagen, ich mag die Map, ja, es wird von vielen Leuten wird sie gehasst, ich weiß nicht so recht warum. Mir gefällt sie irrsinnig gut, weil es da eine tolle Mischung gibt. Wir haben hier Fluggeräte, Panzer und trotzdem auch so ein bisschen Häuserkampf, Häuserfights. Also ein gutes, ja, von jedem ein bisschen was. Und man muss ein bisschen flexibel sein, was man hier macht. Ich meine, Snipen ist ganz nett, wie gesagt, mir ging es jetzt nur darum, endlich diesen Auftrag hier abzuschließen. Einer der Aufträge, den ich nur sage, ja, der ist noch okay, aber die anderen zwei, da gibt es noch den Auftrag, wo man die Luftfahrzeuge abschießen muss, gut, da geht sowieso mal mit, aber die mit den Minen, die Fahrzeugkills, ja, das kann man nicht so richtig aktiv beeinflussen, sage ich mal, das wird einfach mit der Zeit kommen und die C4-Kills, die machen mir am meisten Sorgen, denn mit C4, ja, da bin ich ein bisschen eine Pfeife, muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich es schaffe, zu einem Panzer zu laufen, bin ich meistens zu langsam, um das Ganze dann entsprechend auch anzubringen und auszulösen. Oder vor lauter Aufregung schmeiße ich dann eine Munitionskiste anstatt dem C4. Ja, kann vorkommen. So, hier kommt ein Panzer. Würde da bitte jemand mal drauf schießen? Hallo, der kommt gefährlich nahe. Schießen, feuern, guck. Oje. Ach, da ist gerade, glaube ich, noch irgendwas eingeschlagen. Jo, Panzer ist weg, zerstört. In letzter Sekunde. Ja. Was habe ich noch zu sagen? Gar nichts mehr. Ich bin fertig mit meinem Thema. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Könnte jetzt meine Klappe halten, aber das wollt ihr auch nicht. Habe ich euch auch schon mal gefragt, ob ihr mal ein bisschen mehr Gameplay haben wollt, wo ich nicht quassle. Nö, ist auch nicht gewünscht. Also es gibt wirklich Leute, die mir zuhören. Nee, nicht so gemeint. Hier scheint ein Nest zu sein. Da kommen sie alle raus hier. So, der nächste. Paff, grüß Gott. So, kommt noch wer? Hallo? Nö. Gut, dann nicht. Ja, wie gesagt, ich bin auch immer offen für Themenvorschläge. Übrigens wieder ein Gerücht, ich habe heute gelesen, Battlefield 4 ist in Planung. Battlefield 4. Hallo, Battlefield 3, wir reden hier von Premium und haben noch jede Menge Updates, die auf uns zukommen. Und da reden wir schon von Battlefield 4. Inoffizielle Meldung, hey, wer guckt daraus? Inoffizielle Meldung, dass eben Battlefield 4 in der Mache ist. Ja, nona, ne, denn so ein erfolgreiches Spiel wie das hier, das muss einfach weitergehen und ja, ich freue mich dann schon das Ganze auf der neuen Konsole zu sehen, was auch immer für eine Konsole das sein wird. Nein, jetzt ist es aus. Ja, lasst uns überraschen. So, liebe Leute, es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch das wieder angetan habt hier mit mir. Bitwalker quasselt euch die Ohren blutig. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim Special Event am, 19.07. um 20 Uhr würde ich mich freuen auf Bitwalkers
Hardcore, Teamplay, Hardplay, Dingsbums-Server. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker. Ah ja, hier. Ja, schaut. Ich habe sie fertig. Yeah.